In unserem Haus wird im Rahmen der Darmkrebsvorsorge eine Darmspülung durchgeführt. Hierbei kann man Polypen, das sind die Vorstufen vom Darmkrebs, frühzeitig erkennen und dann auch entfernen, sodass bei den Patienten kein Darmkrebs mehr entstehen kann. Seit kurzem benutzen wir in unserem Haus eine künstliche Intelligenz unterstützte Endoskopie. Das ist quasi wie eine Gesichtserkennung, die die Polypendetektion in der Endoskopie unterstützt. Die künstliche Intelligenz ist quasi wie ein zweiter Untersucher, der uns über die Schulter schaut und sagt, guck doch da nochmal genau hin, dort könnte ein Darmpolyp sein. Und man weiß, je häufiger man Darmpolypen erkennen kann und nicht verpasst bei der Untersuchung, umso mehr Darmkrebs kann man verhindern. Deswegen empfehle ich jedem Mann ab dem 50. Lebensjahr und jeder Frau ab dem 55. Lebensjahr eine Darmkrebsvorsorge durchführen zu lassen.